Der Insolvenzverwalter spricht zum Kicker Liner aus und Grillen am Balkon in der Stadt. Erlaubt oder verboten? Das sind unsere Themen jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin am Donnerstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sommerliches Wetter, das bietet jetzt eigentlich die besten Voraussetzungen zum Sporteln in der Natur. Aber oft fehlt dann doch die Zeit und auch die Motivation. Das kennen Sie sicher. Tatsächlich ist der Bewegungsmangel einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen. Seit einigen Jahren gibt es deswegen die Initiative Bewegt im Park. 9000 kostenlose Sporteinheiten für ganz Österreich. Jetzt startet die neue Saison. Thorsten Simon mit den Details. Immer wieder werden Versuche unternommen, aus Österreich ein sportliches Land zu machen. Denn es gibt einfach viel zu viele Couch-Potatoes. Heute wurde wieder einmal das Projekt Bewegt im Park vorgestellt. Das ist ein Schulterschluss zwischen Bund, den Krankenorganisationen und den Sportverbänden. Hat es vorher schon gegeben, war nicht unsere Erfindung, das stimmt. Gratuliere allen, die auf diese Idee gekommen sind. Mittlerweile ist es ja ein Förderklassiker, wenn man so will, ein Fixpunkt und jedenfalls ein Erfolgsprojekt. Ob wirklich erfolgreich, das sei dahingestellt. Denn Breitensport ist in Österreich immer noch Nebensache. Wenn wir von gesunden Lebensjahren reden, da muss man einerseits wissen, dass wir bei der Lebenserwartung weltweit im Spitzenfeld liegen, dass wir aber bei den gesunden Lebensjahren unterm EU-Durchschnitt liegen. Die Körperertüchtigung sollte ja schon bei den Kleinsten anfangen. Seit Jahren wird von der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen gesprochen. Es hat zwar klägliche Versuche gegeben, aber der Sport in Österreichs Schulen ist immer noch auf ein Minimum beschränkt. Die tägliche Bewegungseinheit ist mal ein Riesenpilot geworden und wir arbeiten ja alle daran, dass das ausgeweitet wird, was eine ziemliche Challenge ist. Bis jetzt finanzieren wir das alleine. Das geht natürlich nicht, weil das eigentlich eine viel größere Sache vom Bildungsministerium und der Bundesländer ist. Hier wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Schließlich geht es um Investitionen in Millionenhöhe. Auch für den Breitensport, also Bewegt im Park, wird nicht besonders viel Geld in die Hand genommen. Ja, in Summe sind 741.000 Euro, die hier investiert werden, 2023. Das heißt, wir haben das Budget auch entsprechend wieder angepasst von 691.000 im letzten Jahr. Und wir finanzieren gemeinsam die Sozialversicherungen, die Wiener Gesundheitsförderung, das Ministerium. Gemeinsam stemmen wir diesen Betrag und der ist definitiv gut angelegt. Dafür werden im ganzen Land Kurse mit Trainern aus den Sportvereinen angeboten, um auch die Unsportlichen zu motivieren. 50% der chronischen Krankheiten sind lebensstilbedingt. Das heißt, wir selbst haben es in der Hand, was wir mit unserem Lebensstil bewirken, was wir machen. Und Bewegung ist neben Vorsorge, gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil generell das ganz Wichtige, um uns gesund zu erhalten. Und das ist auch die Motivation für uns als Sozialversicherung. Schließlich will man nicht ständig für die sogenannten Folgeerkrankungen zahlen. Dabei muss man gar nicht so viel Zeit investieren, um gesund und fit zu bleiben. Bewegungsziele sind ungefähr 150 Minuten Bewegung im Sinne von kardiovaskulärer Bewegung und 2 Einheiten Kraftsport in der Woche. Das schaffen die Österreicherinnen und Österreicher nicht. Weil man seine Freizeit auch behäbig gestalten kann. Es ist der größte Insolvenzfall der letzten Jahre. Die Pleite der Möbelkette Kika Liner. Über 3.300 Angestellte sind wohl ihren Job los. Heute ist der Insolvenzverwalter vor die Presse getreten. Thorsten Simon berichtet. Nach der turbulenten letzten Woche bei Kika Liner ist heute der Insolvenzverwalter vor die Presse getreten. Am 13. Juni ist über die Gruppe ja das Insolvenzverfahren eröffnet worden mit einer Überschuldung von 132 Millionen Euro. Es wurde ein genauer Status erstellt, der sowohl dem Gläubiger Ausschuss als auch mir übergeben wurde und wurden die Gründe der Insolvenz zurückgeführt, aber ich glaube auch hier ist das allgemein schon bekannt, auf nicht zufriedenstellende Ergebnisse der erarbeiteten Sanierungskonzepte, Ausbreitung Coronavirus und natürlich auch den Preisdruck in der Möbelindustrie. Viele Kunden fürchten jetzt um ihre Gutscheine, doch hier kann Entwarnung gegeben werden. Hier kann ich
die positive Nachricht verkünden, dass die Gutscheine sämtliche gesichert sind. Die Gutscheine können weiterhin eingelöst werden. Dies ist deswegen möglich, weil von Eigentümerseite auf einem eigenen Fremdgeldkonto ein Betrag erlegt wurde, mit dem die Gutscheine bezahlt werden können. Über dieses Konto bin nur ich verfügungsberechtigt als Insolvenzverwalter und damit wird auch durch die Gutscheineinlösung keine Schmälerung der Masse erfolgen. Auch Anzahlungen auf bestellte Ware sind gesichert. Die Anzahlungen für offene Kundenaufträge werden angerechnet. Ich werde in sämtliche offenen Verträge als Insolvenzverwalter eintreten, beziehungsweise wurde vom Gläubigerausschuss genehmigt, dass ich in sämtliche offenen Verträge eintreten kann. Damit werden auch im Zuge der Fortführung, und das ist auch Teil des Sanierungskonzeptes, die Kunden oder die Kundenaufträge voll erfüllt werden. Wenn ab sofort Anzahlungen geleistet werden, sind diese durch ein Fremdkonto ebenfalls gesichert. In beiden Fällen, bei Gutscheinen und Anzahlungen, sind keine Forderungen im Sanierungsverfahren seitens der Kunden notwendig. 17 Filialen sollen fortgeführt werden, der Rest wird von Mitte Juli bis Mitte August nach dem Abverkauf geschlossen. Angemeldet sind beim Unternehmen 3.296 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht betroffen, das möchte ich auch noch einmal festhalten, weil das immer wieder so herumkursiert, sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Gastrogesellschaften in den Gastrogesellschaften angestellt sind. Weiter beschäftigt sollen dann zum Schluss werden rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch wie plausibel ist eine angestrebte Fortführung des Unternehmens? Es ist ja, aufgrund der Vorbereitung einfach, die hier erfolgt ist, schon ein sehr plausibles Liquiditätskonzept da, das auch die Fortführung gewährleistet. Und es wird vom neuen Eigentümer ja auch, werden durchaus auch erhebliche Mittel hier zur Verfügung gestellt, sodass ich sehr positiv gestimmt bin, dass das Unternehmen hier saniert fortgeführt werden kann und auch saniert wird. Aber natürlich, ich wäre Prophet und nicht Anwalt geworden, wenn ich es wüsste. Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag wird für die Fortführung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Mit Ende Oktober soll das Sanierungsverfahren abgeschlossen sein. Die Frage, die uns durch die warme Jahreszeit begleitet: Darf ich in der Stadt am Balkon grillen? Ja oder nein? Wir haben die rechtliche Grilllage erforscht. Judith Tieber liefert die Antworten. Je sommerlicher es wird, umso eher steigt die Lust am Grillen. Ein privater Garten ist für viele Luxus, doch ist Grillen am Balkon in Österreich überhaupt erlaubt? Und was müssen Sie als Mieter oder Wohnungseigentümer beachten, bevor Sie Ihre nächste Grillparty planen? Darf ich am Balkon grillen? Die Rechtslage ist bei einem Innenhof, einem Balkon, einer Terrasse oder einem Garten gleich. Als Maßstab gilt, nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn, zum Wohle aller. Je mehr Rauchentwicklung, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand beschwert und Ihre Party abgesagt werden muss. Belästigung durch Rauch. Unabhängig davon, ob Sie in einer Mietwohnung leben oder eine Eigentumswohnung besitzen, die Rauchentwicklung muss im ortsüblichen Ausmaß eingehalten werden, sodass sich die Nachbarn davon nicht gestört fühlen. Muss ich meine Nachbarn vorwarnen? Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Nachbarn vorab über Ihr Grillvorhaben informieren. Rechtlich gesehen müssen Sie das allerdings nicht. Strom, Kohle oder Gas. Tatsächlich dürfen Sie jede Art von Griller verwenden. Sie können sich nach der Rauchentwicklung der jeweiligen Griller richten. Ein Holzkohlegrill hat nicht nur ein offenes Feuer, er raucht auch weit stärker als ein Gas- oder Elektrogrill. Kann der Hauseigentümer das Grillen verbieten? Bei einer Mietwohnung sollten Sie beachten, ob im Mietvertrag oder der angeschlossenen Hausordnung eine spezielle Regelung für das Grillen festgelegt ist. Möglicherweise ist das Grillen untersagt. Auch bei einer Eigentumswohnung könnten entsprechende Regelungen im Wohnungseigentumsvertrag enthalten sein. Daraus allein kann aber kein Verbot des Grillens abgeleitet werden. Kann ich angezeigt werden? Selbstverständlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob Sie die Polizei rufen oder nicht, wenn Sie sich durch das Grillen gestört fühlen. Die Polizei ist allerdings nur dann der richtige Ansprechpartner, wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden oder sogar eine Straftat vorliegt. Eine Beeinträchtigung durch Geruchs- oder Rauchentwicklung können Sie mit einer Unterlassungsklage zivilrechtlich einfordern.
Der Freiraum in Eisenstadt ist eine regionale Bewegung, die überregional denkt. Er schafft Raum für Begegnungen auf vielen Ebenen und ist auch ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit dem AMS. Doch nun machen finanzielle Probleme zu schaffen. Berti Unger, unser Burgenland-Korrespondent, berichtet. Glück ist vielschichtig und reicht von einer Momentaufnahme bis hin zum anhaltenden Glücksgefühl. Und um Glück geht's auch im Freuraum in Eisenstadt. Für das Freuraum-Team ist das Projekt ein Lebensprojekt, ein Ja zum Leben auf allen Ebenen. Der Freiraum ist ein Raum für Freude aller Art, sagen wir immer so schön. Hier kann man sich begegnen, hier kann man gut essen und hier bekommen Menschen die Chance, wieder einen Arbeitsmarkt zu finden, die sie in den letzten Jahren oft nicht leicht gehabt haben. Also warum hat der Raum so eine Seele? Ich glaube, das machen einerseits die alten Möbel, die gerettet werden von meiner Kollegin Petra Hader, und die vielen kleinen Details hier, die Häkeldeckerl, die herzlichen Menschen, die sich hier begegnen. Und wahrscheinlich macht schon der Name Freuraum auch was aus. In einer Zeit der Grenzziehungen wurden Begegnungsräume geschaffen. Für Genuss und Gespräche, für Kunst und Kultur. Mit Generationen für Generationen, um gemeinsam an einer Vision zu arbeiten und sich daran zu erfreuen. Ja, also wir haben wirklich Gäste von noch im Bauch bis zu 80, 90 Jahre, die hier gern sitzen und die Häkeldeckerl bewundern. Es sind alle Menschen da, Familien, junge, ältere, und begegnen sich hier. Alle Ziele des Projekts dienen zum Gemeinwohl. Doch nun hat der Freuraum selbst Probleme. Die Corona-Krise wurde gemeistert, jetzt machen Teuerungen, Energiekrise und zum Teil auch fehlende Umsätze zu schaffen. Naja, so immer gut gelaufen ist es auch nicht. Also wir haben ja nach der Eröffnung, wir haben hier sehr, sehr teuer umbauen müssen, auch aufgrund der Auflagen, die wir hatten. Dann kam Corona, dann kam eine Personalkrise, dann ist die Gasse umgebaut worden. Dann sind die Preiserhöhungen, vor allem die Energiekosten gekommen. Also es war immer herausfordernd, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, jetzt war das natürlich schmerzhaft, nach außen zu gehen, ja? Weil es gibt dann auch natürlich Menschen, die sagen, na ja, sehe ich immer, was los bei euch. Ja, ja, mittags ist oft was los, das stimmt, auch jetzt bevor es der Boom begonnen hat. Aber zum Beispiel in den Randzeiten weniger, und es gibt immer wieder auch schlechte Tage. Ja? Es hängt am Wetter oder woran auch immer, wir wissen es nicht. Eine Welle der Solidarität ist spürbar, doch das allein ist zu wenig und die nächsten Wochen sind schon entscheidend. Naja, die Probleme sind für heuer durchaus groß. Also es ist eine Lücke von rund 80.000 Euro. Im Moment schrumpft die ein bisschen, weil die Solidarität enorm ist und wir jeden Tag voll sind. Also es kommen wahnsinnig viele neue Gäste auch. Es kommen alte Gäste wieder, die schon länger nicht da waren. Ja, also es gibt jetzt ein großes Benefizkonzert mit Josef Hader, Garish, Demino aus Wien, den Strottern und vielen anderen mehr. Das ist am Dienstag, den 20. Auf der anderen Seite haben wir Sponsoring-Pakete für Unternehmen aufgelegt und wir bieten Essensabos für Firmen, die ihren Mitarbeitenden etwas Gutes tun wollen, weil Gesundheit kommt durch den Magen und unser gutes, frisches Bio-Essen, das kann sicher jeder brauchen. Und nicht nur das, der Freuraum spendet vor allem eines, Lebensfreude, und davon kann man nie genug bekommen. Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler ist mit einer großen Aufgabe konfrontiert. Wird es ihm gelingen, die Sozialdemokratie zu einen? Was es aus seiner Sicht für einen Neustart braucht, das sehen Sie heute Abend bei uns. Babler im Interview bei Kurier-Innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mit der Entscheidung im Neuen ist natürlich Ihre Aufgabe jetzt, die Zukunft der SPÖ zu managen. Momentan sieht es so aus, als wir in den Medien oft mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Ob das der EU-Sager ist, zuletzt, dass Schulkreuze brennen sollen. Was sagen Sie dazu, dass das jetzt momentan so aufpoppt überall? Ja, ist keine Überraschung. Ich warte eigentlich schon seit längerer Zeit damit, dass man sich damit auseinandersetzen, dass ich in einer sozialistischen Jugendorganisation aktiv war. Auch kein Quereinsteiger bin. Also insofern, ja, man hat gesehen, dass alle diese Anwürfe eigentlich dann zu einer sehr starken Stärkung geführt haben, weil sie historisch eh schon überholt, geklärt wurden. Also insofern richte ich mich eigentlich auf die tagtäglichen Sorgen, Kampf gegen Teuerung, jetzt um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kicker Leiner. Und die Ausrichtung, die Sie selber ansprechen, der SPÖ ist ja nicht mein alleiniges Geschäft, sondern wir denken ganz anders, ein Politikstil mit Teamlösungen. Und natürlich geht es darum, die Sozialdemokratie de facto stark zu machen in ihrer Gesamtheit. Ich komme dann noch zu den Themen. Sie haben Ihr neues Team vorgestellt. Nach was Kriterien haben Sie das Team da ausgesucht? Oder Philipp Kucher, Clubobmann, Julia Heer, die Frau Holzleitner, dann eine neue Bundesgeschäftsführung.
Was waren da Ihre Vorgaben? Die besten Köpfe zu finden, die genau für die Aufgaben, die wir haben, und das ist ja vielfältig, die parlamentarische Arbeit noch zu verstärken, breiter aufzustellen. Und wenn man gesehen hat, dass wir eine ganz andere Teamlösung machen, in den Medien wird es vielleicht verkürzt, klassisch noch alt betrachtet vom System, wer ist Clubobmann, sozusagen, wir haben das als Teamlösung gedacht. Man, jeder und jede kann nachvollziehen, wenn man erlebt hat, wie der Philipp Kucher auch schon mit dieser Leidenschaft auch manchmal bei der Regierung auch ordentlich Oppositionsarbeit gemacht hat, mit einer kantigen und einer klaren Sprache, mit was für einer Leidenschaft die Julia Herr auftritt, jetzt nicht zuletzt auch in großen Fernsehformaten. Sie halten immer eine Rede und ballen dann die rechte Faust. Ja? Was ist das für ein Zeichen? Teilweise, es machen ja viele. Es hat zum Beispiel jemand, der beim Abgang immer auch die rechte Faust ballt, war zum Beispiel Donald Trump. Interessanterweise, warum auch immer. Ja. Muss man Donald Trump fragen. Bei uns okay. Ist das gleichberechtigt. Links, rechts, viele haben gesagt, rechts war immer die Faust des Arbeitens, die stärkere Hand der Arbeiter, links, rechts. Also ich denke da nicht schon sehr bewusst darüber nach, welche Faust wer hebt. Das gesamte Interview mit dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr bei uns auf kurier.tv. Frühsommerlich war es heute mit viel Sonne und wenig Wolken. 23 Grad hier auf unseren Wetterbildern aus Eisenstadt. Damit zu den Wettertrends für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Morgen am Freitag erwarten uns im Osten sogar bis zu 26 Grad. Weitestgehend strahlend blauer Himmel, manchmal kurze Regenschauer zu Mittag. Auch am Samstag sehr ähnlich, perfektes Wetter zum Relaxen am Balkon. Einziges Manko, die Gewittergefahr, die steigt am Wochenende. Morgen am Freitag testen wir die neue U-Bahn-Generation in Wien. Wie viele Neuerungen bringt der X-Wagen tatsächlich? Schalten Sie ein, das Kurier-TV-Magazin. Auch morgen wieder ab 17 Uhr. Bis dann.